Also, da bin ich morgens ins Geschäft gelaufen. Besser gesagt, nachts. Das war so 23:30 Uhr, weil um 12 Uhr angefangen. 23:30 Uhr. Da bin ich unten an der Apotheke gewesen, die ist gegenüber von der Bäckerei. Aber ich habe damals noch keinen Schlüssel gehabt, weil ich erst ganz neu im Betrieb war und die anderen zwei der Schlüssel geht hin. Und da habe ich morgens, also nachts da gewartet auf mein Gesell, der wo den Schlüssel hat. Und wie ich so warte und guck, bis das Auto herfahrt, kommt von unten, von der Stadt rauf, Polizeiauto. Und dann war sie auf der Höhe vom Schaufenster, ja, vom Laden. Und dann hat der Polizist im Auto, hat das Auto gestoppt, hat gehalten. Und dann hat er rausgeguckt zu mir und ich habe zu einem Nein geguckt, so aus 10 Meter Entfernung oder 8 Meter. Und dann habe ich gemerkt, wie er überlegt, was er jetzt macht. Und dann habe ich einfach gar nichts, bin einfach gestanden und habe gewartet. Und dann schaltet das Blaulicht an. Und dann hat er, vielleicht hat er gedacht, ich hau jetzt da ab oder was weiß ich, was ich da bin. Auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen irritiert geguckt und habe so gemacht, den Kopf vorgestreckt, was der jetzt macht. Und dann hat er mich genau beobachtet, wie ich reagiere. Und dann hat er das Blaulicht angeschaltet. Und dann war, nachdem ich überhaupt gar nichts gemacht habe, hat er es wieder ausgemacht. Und dann habe ich halb angefangen zu lachen. Und dann hat er irritiert rausguckt zu mir und hat meine Tasche gesehen. Und dann hat er sich gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt mit mir. Dass ich der Bäcker sein muss, weil er halt unmittelbar vor der Bäckerei gehalten hat. Und dann hat er wieder rausguckt und dann hat er das Auto wieder gestartet und ist dann an mir vorbeigefahren, ohne mich was zu fragen. Dann habe ich gedacht, naja, der hat noch nie einen Bäcker gesehen, wo wahrscheinlich zur Arbeit gegangen ist. Und ein paar Monate vorher, da war ich noch in Erlingen beschäftigt. Das war vom 1. auf der 2. Mai. Da, und jetzt sind in überall bei uns die Maifestle, die Weinprobe und so weiter. Ne, und die. Und da bin ich auch nachts gefahren und da bin ich an der Ampel gestanden in Trackenheim. Und dann ist von also rot und dann gelb und dann grün, da bin ich losgefahren und da bin ich noch keine 10 Meter weit über die Straße gefahren, über die Kreuzung. Kommt von hinten ein Auto hergefahren, fahrt vor mich quer nach, denkt, was ist das für ein Dackel? Und das war's Polizei! Um 1 Uhr nachts. Ja, ich hab dann sofort gehalten natürlich. Die sind quer vor mir gestanden. Dann sage ich, ist Gott, was ist denn los? Dann kommt die, war so eine Frau, lange blonde Haare. Dann denke ich, um Gottes Willen, was will die von mir? Und dann sagt die, ah, guten Abend. Dann sage ich, ja, guten Morgen, besser. Dann sagt sie, wo kommen Sie her? Dann sage ich, von daheim. Dann sagt sie, ja, wo ist denn das? Dann sage ich, halt, Brackner, ich fahre jetzt ins Geschäft. Was, wo fahren Sie noch? Das Geschäft? Ich sage, ja. Wunderbar, was soll das sein? Dann sage ich, in Erlingen, Bäckerei. Dann sagt sie, was? Sind Sie Bäcker? Dann sage ich, ja. Kommen Sie nicht? Und dann war die ganze irritiert. Von irgendeiner Veranstaltung kommen Sie nicht? Dann sage ich, nein. Dann habe ich meine Tasche geholt und habe mir gezeigt, dass meine Bäckerhose und mein Schurz und meine Mütze drin gewesen. Dann sagt sie, ja. Ja, gut, ja, fahren Sie dann, gut, schaffen Sie noch gut, ja, und ich sage, ja, gut, danke. Dann bin ich weitergefahren. Die Leute können es gar nicht glauben, wir in den Bäcker zum sehen, nachts im Eis oder mal wohl. Dann, einige Zeit später, bin ich auch wieder morgens ins Chef gefahren, da war es kurz nach Eis. Und da bin ich bei uns die Schlossstraße vorgefahren, wieder zur Kreuzung, wieder Richtung Erlichheim. Und dann, wie ich die Schlossstraße vorfahre, kommt, schneidet mir da ein Auto die Kurve. Da denke ich, sag mal, wenn das für einer, jetzt war es Polizei. Der Polizist hat überhaupt nicht mit gerechnet, in keinster Weise mit gerechnet, dass ihm kurz nach Eis morgens ein Auto entgegenkommt auf der Schlossstraße.
gesehen. Noch nie. Das hat er nie geglaubt. Ne? Und einige Zeit später, da bin ich auch und war ich noch in Erlige. Und da bin ich von Brackene nach Erlige gefahren. Da war ich schon Erlige drin. Und dann kommt man auf der Höhe von unserer Kreissparkasse, kommt man auch ein Auto entgegen. Und da habe ich gucke natürlich auch morgens um Eis oder 10 nach Eis, wer da um ein Ende fährt. Und ich muss ja auch mit allem rechnen, ob der Betrunkene oder so. Ne? Kommt mir dort ein Auto entgegen und im Vorbeifahren sehe ich, dass es Polizei ist. Aber wenige Sekunden später bin ich dann abgebogen in der Ortnei und bin in den Hof gefahren. Steig aus dem Auto aus und dann sehe ich, wie ein Auto plötzlich in unseren Hof reinschießt. Neben mir halt, 2 Mann steigen aus. Denk, was ist denn jetzt los? Dann sagen die zu mir, ja, wo kommen Sie her? Dann sage ich, ja, von daheim, von Brackenheim. Ja, und wo geht Sie noch? Was machen Sie jetzt hier im Hof? Dann sage ich, ich fange jetzt an zum Schaffen, da ist der Bäckerei. Dann sagt der eine zum anderen, ah ja, die Damen sind gerade an der Bäckerei vorbeigefahren. Sind Sie der Bäcker? Dann sage ich, ja, ich fange jetzt an. Dann sagt er, ja, dann ist ja gut. Dann nehmen die nicht mal den Alkoholtest machen will. Aber dann sind die, ohne dass sie mich ja weiter befragt, dann sind sie wieder ins Auto eingestiegen und sind fortgefahren. Und so können die dann noch mehr erzählen. Am laufenden Band, überhaupt am schlimmsten war es, wenn ich immer von Erlige, also von Brackenheim nach Erlige gefahren bin. Da war es als oft der Fall, dass ich angehalten worden bin. Und wo ich noch keinen Schlüssel gehabt habe, wo ich in Brackenheim, also wo ich seit ich in Brackenheim arbeite, wo ich noch keinen Schlüssel gehabt habe. Jetzt ist allerdings ein anderer Geselle weggegangen und jetzt habe ich auch einen Schlüssel, jetzt kann ich immer gleich reingehen. Und da ist ja dann das nicht mehr so. Aber da war es, wenn ich vor dem Haus gewartet habe, kann man sagen, jede dritte oder vierte Nacht ist Polizei gekommen und hat sich an mir aufgehalten, dass ich da vor dem Haus stehe. Das ist das Zeichen, dass die Bevölkerung und auch vor allem Polizei das so irgendwie ganz zwar weiß, was das ist, so im Beruf, wo man nachts aufstehen muss und arbeitet, auch wenn das dann tatsächlich jemand dann sieht oder merkt oder das wahrnimmt, na, da kann er es eigentlich fast nicht glauben, dass jetzt da einer 0.30 Uhr oder 23.45 Uhr anfängt zu arbeiten. Und deswegen sind mir da irgendwelche so immer so kuriose Dinge passiert. Allerdings in letzter Zeit nicht mehr, weil ich ja jetzt den Schlüssel habe. Und das Kurioseste, also außerhalb von dem, was mir mit der Sicherheitsbehörde passiert ist, war, als ich die besagte Schlossstraße vorgefahren bin, das ist von unserem Haus in Richtung Hauptkreuzung außerhalb vom Ort, da bin ich ganz langsam die Schlossstraße entlang gefahren und habe dann aber Schussfernlicht angehört, weil ich als immer ein bisschen Angst hatte, ob mir nicht irgendjemand da ins Auto reinwankt, weil ich habe schon ein paar Mal, wo ich ins Geschäft fahre, bin Betrunkene gesehen. Einmal sogar lag einer in Bodenheim auf der Straße, wo ich gekommen bin. Den haben aber seine anderen Kollegen dann nach oben gezogen und ihn wieder auf der Gehweg gezogen, aber er lag auf der Straße. Das war mal kurz nach uns. Und seitdem habe ich da ein bisschen Bedenken und habe ich das Fernlicht eingeschaltet. Und da fahre ich aber ganz langsam die Schlossstraße entlang und da ist auch gleich in der Nähe die Schule und da ist auch ein Fußgängerüberweg. Und da sehe ich, wie aus dem Garten ein Igel läuft, ja, aus dem Garten raus und über den Gehweg und dann über die Straße und das arme Igele ist genau über der Zebrastreife drüber gelaufen. Und dann bin ich gekommen und habe schön gewartet, bis der Igel über der Zebrastreife drüber gelaufen ist. Und dann bin ich weitergefahren. Da habe ich gedacht, siehst du, ein vornehmer Igel, der kennt sich sogar mit der deutschen
Straßenverkehrsordnung aus, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, so schützt man die Umwelt, ne? Wenn